Ich dachte, es ist ein normaler Sonntag. Gut, meine Freunde, wir werden heute einen Tag lang beobachten. Zumindest werden wir das versuchen, Leute. Weil ihr wisst ja, das ist eine neue Umgebung und wir haben aktuell noch keinen Plan, wie wir das machen, Leute. Aber wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Ich bin sehr gespannt, was sie macht und ich hoffe, dass sie uns natürlich nicht erwischt. Und ich hoffe auch, dass sie diese Wohnung gut hinterlässt, Leute. Weil wir tun jetzt so, als würden wir nach Hause gehen. Und wir lassen Egg hier. Samba, Lamba, Samba, Choco, Chocolata. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Wir finden es heraus. Egg ist ja noch im Bad, Leute. Und ihr wisst, Egg ist 2 Stunden lang im Bad. Deshalb, falls jemand mal jemals mit Egg zusammenziehen sollte, kaufe ich eigene Bäder. Ich creme dir den Körper ein. Die tut gerade eben ihr Körper eincremen, Leute. Ich schuf alles. Das macht die nur, weil die hier ist. Weil ich nie gesehen habe, dass ihr Körper eingecremt hat. Wir gehen jetzt. Vergiss nicht, Schlüssel abzugeben und Karte. Ich vertraue euch zwei. Jasmin, hast du meine andere Socke gesehen? Nee. Die liegt seit 3 Tagen dort. Hä? Ich kann das nicht mit einem Sockenpaar rumlaufen. 75. 1 Euro. Willst du Mayo? Nee, doch. Oh mein Gott, haben wir noch Pommes? Geil, Digga. Hm? Komm her. Geh mal weg, Alter. Nein, du kriegst nicht meine Mayo. Erstmal guck, du musst nur fett reintunken, ne? Und dann genießen. Erst abnehmen und dann genießen. Ey, ey. Du hast mich mies als krass mit deinen Bärennägeln. Ich hab keine Bärennägel, das ist selber Bärennägel. Dein Fußnägel. Ah! Ich habe meinen Nagel gerade voll verbogen, Alter. Alter, ist der eingewachsen, Digga. Jasmin, du kannst keine Chips ohne Mayo essen. Nein. Es ist so staubig hier. Und ich finde Alina so creepy. Aber ich sage, wie es ist. Ich habe es auch original so vorgestellt, dass die Alte einfach so drauf ist, sobald wir weg sind. Ich sage euch, wie es ist. Ich glaube sogar noch, dass die safe Pizza bestellen werden oder so, Alter. Wir müssen auch probieren. Probier doch. Probier ein bisschen, Alter. Essen war schon gut. Ich brauch's nicht. Gestern Abend bei Bruder schon mein Lipgloss verloren. Kannst du bitte nachgucken? Ich seh da keinen. Du weißt, ich bin nur mit Brille blind. Ja, aber ich seh da keinen. Und du hast auch keine Brille. Du hast nicht meine Brille. Ist der da irgendwo? Dafür, dass du kein Mayo essen wolltest, Alter. Ich hab gesagt, ess Mayo. Nein. Ich weiß, dass er krank ist, aber dass sie so krank ist, dass sie ihren kleinen Bruder aussperrt, weil er kein Mayo essen will. Oh mein Gott. Du gönnst jetzt einen fetten Sour Cream. Nee. Mach du doch. Nein, das machst du jetzt. Ess jetzt, Junge, ess. Ja, das ist nicht normal. Darf man es probieren? Darf man es probieren? Von deinen Chips, bitte. Ja. Die sind voll lecker. Kannst du mir mein Mikro bringen? Okay,
Jetzt müssen wir zuhören, okay? Go away, go away. Sorry. Das ist so eklig. Rampa. Ramba Zamba. Schokolade. Ramba Zamba. Schokolade. Ramba Zamba. Ramba. Schokolade. Yasin? Ja? Ich geh kurz runter ins Café, okay? Hol mir noch was. Ich frage mich wirklich, wie Eric zahlen will, Leute, weil sie kann nicht zahlen. Sie hat kein Geld. Du hast auch was. Da ist Tim. Woher kommt Tim? Wir tun uns jetzt bei den Passanten, Leute. Die hier gerade chillen und sitzen. Die kommen auch so nicht auffällig gegen, ne? Ich hoffe, die sehen uns nicht, Leute. Aber ich finde es ganz so random. Alter, Eck hat ein rotes Top an, Tim eine rote Hose, Alter. Die matchen sich ja perfekt. Haben sie sich gerade mit Mario eingecremt? Ja! Ja, Mystery. Die haben sich, also Ende, die haben sich wirklich getroffen, weil die Mayonnaise von Burger Hut nicht gut ist. Und gerade eben haben die sich wirklich eingecremt mit Mario, Leute. Ach, sein Nacken cremt. What the fuck? Wie komisch ist das denn jetzt? Leute. Ich weiß nicht, ob ich gerade weinen soll, gell? Oh mein Gott, wer ist jetzt Egg? Die cremen sich mit Mario ein, als eine Sonnencreme und jetzt hat Tim eine Perücke auf und sieht aus wie Egg. Aber ich sag, wie es ist, von hinten sieht er aus wie Egg. Oh mein Gott. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel, Leute. Ich weiß, die hat rot. Bei uns zu Hause? Woher hat er die Puppe? Leute, das kam für mich mental. Die war ein Ritual. Inga! Oh mein Gott, wie gruselig! Oh, schön hier. Waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Schokolade! Ja, wieso juckt das hier keiner, was sie hier machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte, was ist das für eine andere Puppe? Oh mein Gott. Ich dachte, das ist ein normaler Sonntag. Das sieht aus wie Egg. Hey, du hörst, juckt dir aber wirklich keinen Geh, was sie machen. Oh mein Gott. Egg hat die Puppe in Mayo reinfliegen lassen. Oh mein Gott. Leute, ich dachte, es wäre ein normaler Sonntag, gell? Ich dachte, wir beobachten Egg auf Chillig Millig, die bestellt so heimlich Pizza oder so, Alter. Aber was ist das? Und das Schlimmste ist, Leute, aus dem Café gehen, keinen juckt's, was hier abgeht. Keinen! Das ist mir so unangenehm, Leute. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meine Schwester und meinen Freund erwische, wie die Rituale machen. Leute, ich glaube, ich muss mich übergeben, Alter. Die haben sich gerade ihre Beine wirklich mit Mario eingekriegt, spielen mit Annabelle auf einer Buga, Alter. Um diese Uhrzeit, was ist los? Und jetzt gehen die zum Wasser raus, ein bisschen taufen die, oder? Alter, jetzt drehen sie sich im Kreis. Was ist los mit denen? Was ist los? Merocura, Semelo, Hexe. Witschi, Witschi. Ich hoffe, sie weiß das. Oh mein Gott, wie groß das ist! Ich hoffe,
sie weiß, dass Mayo keine Sonnencreme ist. Oh mein Gott. Ich dachte, ihr geht in den Café, gell? Die sitzt da mit Tim und Annabelle und tauft die gerade eben und verflucht mich wahrscheinlich. Wir stalken die jetzt einfach. Wir laufen ganz normal hinterher, wie so normale Passanten. Boah, du Maschine! Ja, Mann! Voll schön! Boah, lass mal den Annabelle. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, gell? Ich bin verstört, Leute, von A bis Z, gell? Ich glaube, das ist das gruseligste Beobachtungsvideo, was wir jemals gemacht haben. Tim nimmt die Hand von Annabelle in den Mund. Hat noch eine weitere Puppe dabei, hat irgendein Ritual gemacht mit Egg zusammen und Egg fühlt sich richtig. Oh mein Gott, nein. Oh yeah. She lost control. Oh yeah. Die haben den Kopf von Annabelle abgerissen und ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Ich weiß nicht, wie die sich das trauen, das hier zu machen. Und ich habe auch keine Ahnung, gell, wie lange ich hier hinterherlaufen will. Alter, aber ich weiß genau, wenn Egg und Tim zusammen rausgehen, dann sind die so 6-7 Stunden weg. Und ich kann das psychisch nicht. Alter, ich kriege jetzt schon Nervenzusammenbruch. Ich werde die jetzt zur Rede stellen, Leute, weil das war mehr als verstörend. Wo hört der Annabelle? Entweder hat auch eine Puppe, er hat für uns eine von unserem Keller. Ich fühle mich, als wenn ich gerade meinen Vater kennenlerne oder so, Alter. Hä, Lina? Ja? Ach, wo kommst du, Digga? Was ist das? Herr Annabelle. Wieso riecht hier so viel nach Mayo? Alles Digga, hast du dich verfolgt, oder was? Alter, du bist so psychisch nicht normal und du genauso, Alter. Wessens Idee war es? Boah, ich stink so. Annabelle hat uns die Idee zugeflüstert. Ja. Die hat zu uns geredet. Hast du an? Oh mein Gott, was ist denn was hier weg? Was? Die andere Puppe, was ist los? Alter! Das war ein Prank an die Zuschauer und an dich. Du wurdest geprankt von Tim und mir. Was? Ja. Von zwei Eggs. Du wurdest nie geprankt von Eggs. Du wurdest geprankt von zwei Eggs. Du stinkst. Ich bin so ernst. Hab's dran gekämpft. Zell, das war Sonnencreme. Was? Ja. Ja, nicht geprankt. Der Fluch ist aber echt. An wen war der Fluch? Irgendwie war das so zäh. Hey, viel Glück euch noch, Digga. Ich geh nach Hause. Es fühlt sich wundervoll an, Zay geprankt zu haben. Danke, Tim, für deine Hilfe. Ja, Leute, also ich muss sagen, der Tag war sehr schön. Es hat sehr Spaß gemacht, die Alte zu pranken. Danke, Tim, für deine Hilfe. Und danke an Annabelle, die uns das alles zugeflüstert hat. Was sagst du? Willst du baden? Ja! Ich hab der Puppe die Haare rausgerissen. Oh mein Gott. Ich hab die gekämmt. Ich fand den Tag richtig angenehm. Das Schlimmste war wirklich für mich, gell? Die Leute waren da am Café, gell? Die haben euch nicht mal gejuckt. Die haben nicht mal geschaut zu euch, gell? Ich wollte sogar noch auf die Bühne mit Tim, Leute. Und dann noch mal singen mit Annabelle. Aber dann dachte ich mir so, nein, das ist einer zu viel. Zamba, Lamba, Zamba, Choco, Chocolata. Also mir geht's sehr gut, Leute. Ich gönne mir jetzt noch ein paar Sachen in so einer schönen Wohnung, bevor ich in mein nestiges Zimmer gehe. Oh Mann, ich muss meine Bettwäsche wechseln. Ich habe keinen Bock, Leute.